Ladies und Gentlemen, Schildkröten aller Altersklassen, willkommen zu einem neuen Projekt. Zu einem neuen Projekt mit Corterium. Hi. Corterium, wo befinden wir uns hier? Auf einer Insel mit Zombie Level 1. Zombie Level 1, das ist ein schöner Name, ja. Genau. Genau. Das ist fast so gut wie einfach Dan. Wir sind auf Skyblock Ultimate. Dem ultimativen Skyblock. Das klingt ultimativ. Das klingt sehr ultimativ. Und was machen wir hier? Skyblock. Oh. Auf ultimative Art. Okay, neues Skyblock-Projekt. Yay, mit Corterium. Und das ist eine sehr besondere Map, weil es gibt hier Missionen, es gibt hier eine... Brennende Zombies. Level 1. Worauf ich hinaus will, es gibt Missionen, es gibt verschiedene Inseln, die wir erkunden können. Es gibt sogar eigene Enchantments, Custom Mobs und Bosse und Mechaniken extra für diese Map hinzugefügt und alles. Und ich bin geil, du auch? Ja, bist du? Ich hatte 2 Oak Saplings, ey. Ich auch. da ist jetzt eine Leiche gespawnt in dem Zombie. Interessant. Wo ist meine Leiche in dem Zombie? Right View from up here. Ja, ich muss nicht respawnen, das dauert immer. Das war deine Leiche! Nein, das ist immer so ein Prozess mit dem Respawnen halt. Mhm. Okay, wir haben erstmal 2 Missionen. Einmal ein paar Auglocks zu bekommen und dann Augplanks zu machen. Schaffen wir das, Corterium? Ist das... Oh, okay. Ja. Nee. Wir haben es wohl geschafft, okay. Dadurch bekommt man ja auch immer Sachen, wie zum Beispiel, wir haben Enchantments-Dinger bekommen und eine Loot-Chest, eine normale. Was kriegen wir denn hier raus? Ah, warte, ist das dieselbe? Kriegen wir das 2-mal? Nee, du hast was anderes. Oh, okay. Ich glaube, das ist immer eine Loot-Table da vom Datapack wahrscheinlich. Nice. Denn bei dir war ein Lava-Eimer drin, oder? Ja, ich habe einen Lava-Eimer. Ich habe einen Wassereimer. Cool. Oh. Na! Oh, Junge! Oh, ich hab den Lava-Eimer! Wir haben die erste Quest fertig und sehr viele Items gerade bekommen. Yay. Yeah. Schau mal da rein. Ich habe auch, nice. Auch noch eine. Wir haben eindeutig zu viel. Oh mein Gott, was hab ich denn hier bekommen? Also wir haben das erste entscheidende Buch, Corterium. Wollen wir mal den Zombie töten? Oh, das macht Spaß. Ja, das... das ist meine Lieblingsaufgabe. Ah. Da ist ein neuer Zombie. Jetzt haben wir Zombie Level 3. Yay. Cool. Lass mal in die Kiste hier alles reinpacken. Erstmal jetzt aber eine Holzspitzhacke. Nice. Yay. Okay, mine's down. Ich, glaube ich nochmal runter. Ich habe eine Kiste gefunden. Nice. Mit, einer Silk-Touch-Spitzhacke, einem Schwertchen cool. Und einem kleinen Guidebook. Okay. Not bad. Ah, hier im Guidebook kann man auch nochmal schön sehen, was es alles gibt. Es gibt Custom Enchant mit Block-Generatoren, Mob-Spawner, Custom-Blocks, Custom-Trades, Other-Features, Custom-Mob-Drops, alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel hier so richtig coole Enchantments. Oh ja. Das wird sehr, sehr nice, die das Map wird hier. Sehr, sehr nice. Wer sich das alles durchlesen will, nö, Pech gehabt. Ich bin nett. Ich habe jetzt alles in die Doppelkiste. Die Kisten hier sind alle leer. Nice. Yay. Quest 3 von 114. Oh, ich habe eine Brustplatte bekommen. Chestplate with Holes. Same. Oh. Also, ihr versteht schon das Prinzip. Unten haben wir immer hier unsere Aufgaben eingeblendet. Wenn wir das schaffen, haben wir das Level geschafft. Und wir kriegen immer eine Belohnung. Und das ist unser Ziel, irgendwie hier im Projekt einfach diese Map durchzuspielen. Und es könnte ein kleines bisschen dauern. Das könnte eine ganze Weile dauern, ja. Diese Insel hinter mir, die sieht sehr schön aus. Mit diesen Schafen und den Partikeln. Da möchte ich unbedingt hin. Yep. Das Problem ist, wir können noch nicht überall hin, weil... Erstmal haben wir nur diese Area. Wir unlocken die anderen Areas erst nach und nach. Wir müssen mit den Quests erstmal die Bereiche freischalten, alle. Genau, wenn wir uns jetzt darüber bauen würden, würden wir aber sterben. Ich mach mal unsere Plattform ein bisschen größer. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Sobald du diesen Text auf dem Screen hast, kannst du keinen Block setzen. Ah, ja, ich seh's. Das versetzt dich so, wie es aussieht, in Adventure Mode oder so. Okay, wir haben nochmal 2 Lootboxen bekommen. Oh, mit noch ein paar bisschen Wasser und nochmal. Oh, wir haben ein Anvil. Nice. Ein Anvil, okay. Ja. Nice. Hast du auch XP davon? Oh mein Gott, Hilfe. Dan. Ja. Zombie. Schau auf den Nebentag. Oh Gott, nein, ich töte nicht. Oh, die kriegt auch XP. Ich sterb auf. Ich weiß. Du killst uns beide damit. Dafür kriegst du erstmal Schaden. Du auch. Okay, stopp. Ich hab einen Herzen. Stopp.
Oh mein Gott. Wir haben ein Zombie-Spawn-Egg. Also, wir haben jetzt einen Stein. Wir haben... Der regeneriert sich! Yes! Wir haben einen Generator, yep. Wir haben unseren ersten Generator. Wahrscheinlich so mit den Basic-Ressourcen. Nice. Naja, wahrscheinlich. Oh, schön. Und Hühnchen kriegen wir auch. Geh mal weg. Chicken Level 4, ja. Hey. Wo ist der Unterschied zwischen Chicken Level 1 und Chicken Level 500? Also. 500, das ist eine gute Frage. Oh, steht immer noch. Das hängt einiges aus. Ich merke schon. Ein Sapling, oh mein Gott. Nice. Das Teil kann einfach aus Sapnings generieren, das ist ja mal mega nice. Es gibt auch Custom Achievements, wie man schon die ganze Zeit sieht. Siehst du die Effektpartikel? Ist das... Oh, ist es hat Snowfalling. Oh lol. New Area unlocked. Nice. Ja, das war der Zombie. RIP. Okay, warte, was haben wir unlocked? Hills. Was sieht nach Hills aus, Gottium? Wir können hier in die Richtung jetzt. Wir können endlich zu den Kühen, ja. Na, ihr Schweinis? Wie geht's euch hier? Oh nein. Oh, ja. Okay. Warte, haben wir schon gleich Kohle? Schau dir die Spitzhacke an. Spitzhacke? Oh, sogar. Not bad. Ah, geht weg, ich kann nicht sehen. Ah, jetzt, ah ja. Der Cow-Spawner. Der wechselt immer. Bei dem war es noch ein Hühnchen-Spawner. Das ist sehr gut. Der wechselt immer. Oh, das ist richtig nice. Dann haben wir auch unendlich Essen, das ist schon mal gut. Bauen wir hier die Kohle ab, dann haben wir auch mal die Kohle-Quest fertig. Collect Dirt. Okay, dann mach ich einfach einen Trick. Dirt setzen, Dirt abbauen. Das cheatet er erstmal. Das ist nicht cheaten, das ist nur ausnutzen Mechaniken, die nicht gewollt sind. Und wir haben die nächste Mission erledigt. Ja, super. Perfekt. Morning of Woods. Efficiency 69. Vielleicht mal ein bisschen hier aus, bevor es gleich Nacht wird und Monster spawnen. Oh. Apropos Zombies spawnen. Was? Vor mir direkt eins auf dem Hühnchen. Oh Gott. Ja, also ich glaube, mit dem Spawner können auch Hühner mit Zombies spawnen, ne? Ja, ne? Oh mein Gott. So ziemlich unser komplettes Zeug ist weg. Und der Zombie ist tot. Was ist gerade passiert? Ich glaube, das war kein normaler Zombie. Nee. Das war definitiv kein normaler Zombie. Okay, also wenn du jemals ein Baby-Zombie auf dem Hühnchen siehst, renn weg. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ja, also basically unser gesamtes Zeug ist jetzt weg. Zum Glück hatten wir ja noch nicht so viel Krasses. Was lernen wir daraus? Wir brauchen ein sichereres Lager. Eindeutig. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass sowas passiert. Eieiei. Same. Oh, hier schon. Ja, ne? Ja, ne? Level 48. Level 48? Wie? Ja. Oh. Instant tot! One hit einfach, oh mein Gott. Wir müssen den runterschlagen, denn oh mein Gott. Ich muss erstmal wiederbelebt werden. Oh. Ich bin instant wieder tot. Der hat Dornen auf seiner Rüstung. Oh Mann. Wenn du ihn schlagen willst, stirbst du. Ja, ich hab ihn runtergeworfen, Ja, aber ich bin... Hier. Was? Ich werd gerade wiederbelebt, ich... Okay, hier hat grad der kleine Zombie hat grad zwei Anvils auf mich geworfen. Ich hab's gesehen. Zombies, diese Custom Mobs sind komisch und böse. Okay. Der Armor Stand war da noch. Was ist das? Tschüss. Im ersten Moment sehe ich einfach eine Kuh, die hochspringt, und im nächsten Moment sehe ich einen, die runterfällt. Oh mein Gott. Diese Kuh ist super. Mich hat gerade eine Kuh oder so, glaube ich, runtergeschubst. Also ich weiß jetzt, woher die Zombies auf unserer Schwartinsel hier kommen.
wenn wir die Blöcke abbauen, dann gibt's auch eine Chance, dass da Mobs spawnen, böse. Ja. Ja. Das Ding ist halt, es ist nicht so klug, dass wir diesen Blockgenerator genau in unseren ganzen Kisten haben. Wenn da wieder so ein Mob kommt, das ja, explodiert. Oh nein, unsere Items. Oh boy. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Ja, wir müssen die Kisten woanders hin machen. Ja, das habe ich auch bemerkt, ja. Ach du Kacke. Denn? Ja. Wir haben einen neuen Generator. Wir haben einen neuen Generator? Wir haben einen Dirt Generator. Wo? Was? Ich habe ihn in der Hand. Hallo? Ah, kannst du ihn irgendwo platzieren einfach dann? Was hinter dir? Ja. Das ist ein böser. Drowned Level 30. Stirb. Unser Wasser ist. Wir haben kein Wasser mehr. Ja, ne, wir brauchen nur Loot-Chests, I guess. Ja, also, andere Projekte starten damit, dass man sehr viel in der ersten Folge erreicht. Wir haben sehr viel in der ersten Folge verloren. Exakt. Wir müssen die Generatoren abtrennen. Die sind böse. Die sind irgendwie da hinten. Was ist. Dahin, hier dahin, ist irgendwo dahin. Mob des... Ja, da hinten auf der Insel. Ich sehe es. Auf. Ja, come on, es setzt selbst nah, aber bei meinem Spectator ist. Ja, okay, wir müssen diesen Zombie bloß. Instant tot wieder. Er ist tot. Der Zombie ist weg. Ja, oh. Hab's gesehen. Ach, du Heilige. Wenn wir den Spawn abbauen, spawnen die Dinger dann auch nicht mehr? Ah, wir haben die Spitzhacke mit dem Silk Touch nicht mehr, oder? Soll ich ihn abbauen? Bau den ab. Ich hab einen Stone Generator. Wie, woher? Hier, da war einfach random einer. Okay. Dann haben wir das doch jetzt einigermaßen wieder hinbekommen, dass hier keine bösen Sachen mehr sind. Das ist schon mal gut. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es dir gefallen hat, trotz dem ganzen Verlust, den wir erleiden mussten, dann lass doch gerne eine positive Bewertung da. Guck auch gerne bei Cortero vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Cortero. Yes. Und hoffentlich sterben wir weniger. Das kann ich nicht versprechen. Ich auch nicht.